Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Landa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in einen nicht ganz so bekannten, und zwar in den von, upsala, Notino. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Für 73,70 Euro steht der normalerweise drin und soll einen Warenwert von ungefähr 140 Euro haben. Und wir haben hier so gemischte Marken drin, also vor allem, denke ich mal, so Drogeriemarken, ne? Und das finde ich sehr spannend und sehr interessant und deswegen möchte ich den super gerne mit euch zusammen auspacken. Letztes Jahr habe ich den auch schon mal ausgepackt und da kam der auch ganz gut an und hatte auch einen tollen Inhalt. Und nicht nur ich stelle ihn vor, sondern auch die liebe Nicole vom Kanal von Chiquitas Place. Für eine zweite Meinung könnt ihr gerne nach diesem Video bei ihr vorbeischauen. Denn manche Sachen, ne, da sind wir auch ein bisschen unterschiedlich. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Ja, von außen haben wir halt dieses rot-goldene Design, was ich echt hübsch finde. Und das ist aber ein Karton. Das heißt, man kann hier den Deckel einfach mal abnehmen. Und dann haben wir hier auf verschiedenen Ebenen, weil ich glaube, dahinter sind auch immer noch irgendwelche, upsala, ja, dahinter sind auch noch Boxen, dann die verschiedenen Produkte drin. Und in den Hintergrund stelle ich dann natürlich die Produkte. Da mache ich das ganz so, wie Nicole das immer macht. Da habe ich zuallererst den 1. Dezember. Hier gibt es zuallererst von Nobea ein Gel-like Nail Polish mit 6 ml in der Farbe Give It. Nee, das ist, glaube ich, noch was anderes. In so einem Weiß halt einfach, ne? Finde ich, ist eine richtig hübsche Farbe und sowas kann man auf jeden Fall sehr gut tragen, sehr gut gebrauchen. Und einfach auch mal was anderes, weil ich glaube, einen weißen Nagellack finden wir eher selten in einem Adventskalender. Am 2. Dezember erwartet uns irgendwas Leichtes. Oh, eine Tube von Puro Bio ist hier drin. Balmy Pink Grapefruit, ein Lippenbalsam. Das finde ich schön, das mag ich gerne leiden. Das dürfte auch eine Originalgröße sein mit 10 ml, ne? Und so ein Lippenbalsam in einem, ja, Beauty-Adventskalender, finde ich persönlich, gehört einfach mit rein. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und die ist riesengroß. Mal gucken, was wir hier drin finden dürfen. Was Praktisches, wie cool ist das denn? Rexona Advanced Protection, 72 Stunden Halt ist es dann quasi. Body Heat Activated, Bright Bouquet, ein Antitranspirant. Das finde ich praktisch, ist eine Originalgröße von einem Deo, 150 ml. Sehr, sehr cool. Hier haben wir die Nummer 4 und das ist, also die meisten Sachen hier dran sind auch so ein bisschen eingepackt, ne, in so ein Papier. Und das ist ein ziemlicher Klassiker, würde ich mal so sagen. Eine neutrogene Handcreme mit 75 ml. Ich finde es auch super, dass wir bislang wirklich nur so Originalgrößen drin hatten. Das ist schon schön und das ist unbeduftet. Und die neutrogene Handcremes finde ich persönlich auch immer sehr angenehm. Die ziehen gut ein, die sind reichhaltig, die pflegen. Cool. Zum 5. Dezember keimt mein Wunsch auf nach dekorativer Kosmetik. Man konnte natürlich auch online schon alles sehen, was drin enthalten ist. Und ich glaube, hier haben wir ein bisschen Glück. Die war damals, als ich mit YouTube angefangen habe, sowas von angesagt. Wet n Wild, das ist die Rosé in the Air oder ja doch, Rosé in the Air Palette. Damit kann man wirklich schöne, festliche Looks machen, aber halt auch neutrale Looks. Und bei diesen Wet n Wild Paletten war das halt auch immer so, dass hinten drauf steht, wo man welche Farbe verwenden könnte oder so, ne? Ich finde es total cool, dass sie hier mit drin ist. Die haben jetzt nicht so die ultimativ krasse Pigmentierung, nicht das heftigste Packaging, aber ich finde es total nice, dass die hier einfach mal eine Lidschattenpalette am 5. Dezember drin haben. Und dann kommen wir jetzt auch mal zu Nikolaus. Der ist hier am 6. Dezember, glaube ich jedenfalls. Denn es ist jetzt weder bei der 6 noch bei der 9 irgendwie so ein Strich drunter, um zu erkennen, was jetzt was ist. Die 9 wäre größer, aber ich glaube, dass das die 6 ist. Sehr, 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 sehr nice, weil das passt auch zur Lidschattenpalette. Von Brush Art Basic Collection haben wir den Blending Brush hier drin enthalten. Ich mag das zum einen, wenn man auch solche sinnvollen Tools in den Adventskalendern findet, die dann auch wirklich immer verwendet werden können, ne? Wie so ein Blendepinsel oder so ein Powder Puff mag ich persönlich auch gerne. Ja, und halt auch, wenn das so nah zu dem Produkt, wo es halt zugehört, mit bei ist. Der ist jetzt relativ groß, ne? Aber ich finde es mega. Das heißt aber, und ich finde es mega. Zum 7. Dezember haben wir jetzt hier das nächste Klöpperprodukt. Genau, das nächste Büchslein und das nächste Produkt. Ja, wir finden tatsächlich bei Notino auch Essence, also so ganz klassische Drogeriemarken wie Essence, Catrice und so. Und da bekommt man auch die LEs immer ganz gut. Another Volume Mascara Just Better haben wir hier mit Hyaluronsäure und Panthenol drin enthalten. Das ist so ein bauschiges Bürstchen, kann ich euch mal einblenden, ne? Und finde ich persönlich ganz nice. Ich mag sie auf meinen Wimpern leider nicht ganz so gerne, weil sie zu sehr krümelt, abstempelt und so weiter. Aber ich glaube, dass das ist einfach eine schöne Basic Mascara sein kann. Und ich mag das Packaging sehr. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht, weil sich das so wundervoll reimt und mein lieber Hund Sammy, der gerade hinter mir liegt, da Geburtstag hat.
Ja, nach dem ganzen Schminken muss man sich natürlich auch irgendwie abschminken. Da sieht man natürlich, dass Notino nicht unbedingt ein deutscher Online-Shop. Ich glaube, die kommen aus Polen oder so. Das ist mit Biotin und Kornblume von Nivea ein Zwei-Phasen-Make-up-Entferner mit 125 Millilitern. Das schaut so aus. Das schüttelt man halt und dann gibt man sich das auf sein Gesicht. Ne? Ich glaube, es soll auch mit Micellen sein oder so. Und ich würde danach halt nochmal mein Gesicht mit Wasser reinigen oder halt mit einem entsprechenden Cleanser. Mal gucken, worüber... Oh, nee. Oh, ja, worüber wir uns in der großen Nummer 9 freuen dürfen. Es ist flach. Also es ist wirklich schön durchdacht. Wir haben hier von Kneipp verwöhnende Badeperlen deine Wellnesspause mit Seidenbaumblüte drin enthalten. Für ein seidig-weiches Hautgefühl mit 60 Gramm. Und das sind halt einfach, ja, so Badeperlen, die dann auch gut duften werden, denke ich mal. Kann ich jetzt so nichts riechen, aber das finde ich schön. Das ist ein schönes Produkt für einen Adventskalender. Mal sehen, wie es jetzt hier in der Nummer 10 weitergehen wird. Hier sind wir wieder bei Pflege angekommen und zwar von Dermacool, sagt mir persönlich jetzt nichts, Hyaluron Therapy 3D Eye and Lip Wrinkle Filler Cream und das dürfte auch eine Full Size sein, wenn ich das so sehe, mit 15 Millilitern. Du kannst aber theoretisch, so als kleiner Tipp am Rande, sowieso, wenn du deine Augen eingecremt hast und noch was an den Fingern hast, so auf die Lippen geben, das vertragen die ganz gut, ne? Und ja, das ist ein hübsches Produkt. Werde ich mir auf jeden Fall mal zu Gemüte führen und schauen, was da sonst noch so für Inhaltsstoffe drin sind. Wegen Hyaluron kann ich mir vorstellen, dass es auch ein Produkt ist, was dann halt ja, sowohl morgens als auch abends ganz gut funktioniert, aber jetzt nicht so eine ultimativ krass reichhaltige Pflege haben wird. Hier haben wir jetzt die erste Schnapszahl, den 11. Dezember. Sehr, sehr leicht. Oh, hier ist ein Stift drin oder so. Das ist von Bourjois Paris, ein Contour Clubbing Waterproof in Silber, Ultra Black Glitter. Nee, das ist nicht Silber, das ist Schwarz Glitzer. Sehr, sehr crazy. Also den würde ich mir jetzt nicht unbedingt auf die Wasserlinie geben, aber halt so auf mein Auge drauf. Ne? Dann hat man da auch ein bisschen Schimmer mit dabei. Ja, denn der ist wirklich schwarz, aber er hat nochmal die Besonderheit mit dabei, dass man da halt diese Sparkles mit drin findet. Das finde ich schon schön. Also mal einfach was Besonderes. Ne? Und theoretisch ist ja eigentlich so ein schwarzer Kajalstift ein Klassiker, aber halt durch diese silbernen Sparkles ist er dann doch irgendwie besonders. Also das ist schlau gelöst. Kommen wir zur Halbzeit, der 12. Dezember. Nee, das ist nicht die Halbzeit. Wir haben 25 Boxen, sehe ich gerade. Das ist ein Produkt, was aus dem Sortiment genommen wurde. Aber ich weiß, dass Melly, Meloflori, das hart feiert. Von Catrice Holiday Skin, das ist die Bronze and Glow Palette. Die schaut einmal so aus. Den Bronzer mag ich auch sehr gerne. Den habe ich auch in Originalgröße da. Und auch der Highlighter ist ein schönes Produkt. Ist jetzt nicht so super mega krass, ne? Aber ich finde diese Palette auch sehr, sehr nice. Dadurch, dass der Bronzer auch so ein bisschen in die aschige Richtung geht, ist der auch für viele verschiedene Hauttöne geeignet. Ist ein bisschen schwierig, weil eigentlich farbgebunden. Aber ich glaube, aufgrund der doch universellen Einsatzmöglichkeit, das ist ganz cool, weil du kannst es theoretisch auch als Lidschatten verwenden. Jetzt haben wir sie aber hier, die Halbzeit, die Nummer 13. Auch das ist ein Tool, aber etwas, was man, glaube ich, ganz gut gebrauchen kann von Tweezerman, The Beauty Tool Experts. Eine Mini-Glass-Nail-File. Ja, eine Glasnagelfeile. Finde ich auch in diesem Zusammenhang mit dem Adventskalender auch in Ordnung. Kann man definitiv machen, weil wir haben jetzt hier nicht so mega viele Füllprodukte oder so drin enthalten. Tweezerman ist eine schöne Marke und eine Glasnagelfeile ist halt super für die geeignet, die zum Beispiel wie ich Nagelfolien haben und nicht diese Sandblattfeilen verwenden möchten, weil Sandblattfeilen auch manchmal dafür sorgen, dass die halt ausfransen oder so. Ne? Also finde ich schön, kann man auf jeden Fall machen, aber ist für mich jetzt kein Highlight. Also ich finde es bislang relativ krass, vor allem wenn man bedenkt, dass man ja 73,70 dafür bezahlt. Es ist wirklich grundsolide. Jetzt schauen wir mal weiter. Hier habe ich jetzt den 14. Dezember. Auch hier ein Stift, auch hier ein farbgebundenes Produkt und zwar von La Mer Professional Makeup in der Farbe 401. Ist es der Micro Pencil Insta Brow. Ja, die Farbe ist irgendwie so ein Medium Brown. Das steht jetzt hier auch nicht so wirklich drauf, ne? Weiß ich nicht. Und hier steht irgendwas mit 31.03.2022. Ich weiß nicht, ob der da produziert wurde oder ob da... Nee, da steht es. Espresso ist die Farbbezeichnung. Ich weiß nicht, ob das vielleicht das ist, wo quasi die Inhaltsstoffliste entstanden ist. So schaut er auf jeden Fall aus. Wird für mich aber safe zu dunkel sein, ne? Da mache ich mir ja nichts vor. Aber... An und für sich ein schönes Produkt, aber schade, dass es so farbgebunden ist, weil gerade Augenbrauenstifte sind sehr farbgebunden. Direkt daneben befindet sich auch eine sehr schmale Nummer 15. Oh, die kenne ich noch gar nicht. Von Frudia ist es die Skin Relief Preserves Skin Barrier Avocado Relief Maske. Und das finde ich toll, das finde ich sehr, sehr ansprechend. Ja, genau. Ich weiß nur nicht,
Expiry, das kann ich nicht so ganz lesen, was das hier bedeutet. Produziert, Expiry, weiß ich nicht. Da müsste, nee, läuft es 25.06 vielleicht ab. Naja, auf jeden Fall soll das die Hautbarriere halt entsprechend stärken und sowas mag ich ja ganz gerne. Ich habe aktuell von Frodia die Lippenpflege in Anwendung und mag ich wirklich gerne, ne? Und ja, die wird mal ausprobiert. Oh, der 16. Dezember ist wirklich schwer. Ich glaube, jetzt kommen wir auch zu ein paar etwas schwereren Sachen, weil die ja auch unten drunter so liegen, ne? Damit die nichts kaputt machen können. Wow. Ich finde es auch total charmant, dass die diese Reihe genommen haben. Das ist ein Duschgel von Dove. Anti-Stress mit Kamille und Hafermilch. Ja, das finde ich total super. Und hier haben wir 225 Milliliter drin enthalten. Ich glaube, dass das wirklich ein richtig cooles, solides Produkt ist. Du hast keinen Ultrawert davon, aber... Anti-Stress. Es riecht halt total angenehm cremig, ne? Das mag ich. Also, schön. Davon brauchst du halt auch keine Mini-Größe reinpacken. Weiter geht's eine Woche vor Heiligabend am 17. Dezember. Auch wieder so ein großes Ding. Chaya, Vitamin C und B3. Also Vitamin C und Niacinamide sind hier mit dabei. Das ist ein Gesichtswaschgel. Das würde ich tatsächlich dann auch, das ist eine Originalgröße mit 190 Millilitern, in Kombination mit dem von Nivea verwenden. Weil das hier ist ja nicht ölhaltig, das andere ist ölhaltig, ne? Um alles halt wirklich nochmal wegzuwaschen. Finde ich richtig cool. Und Chaya, das ist eine Marke, die wir sonst halt auch öfters mal bei Cosmetic for Less gefunden haben, die ja wirklich dieses Jahr leider schließen mussten. Das finde ich ein bisschen schade. Also immer, wenn ich jetzt was von Eveline oder Chaya sehe, werde ich sehr, sehr traurig. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich den 18. Dezember. Das ist spannend. Von Dove Body Love haben wir hier Summer Revived Gradual Self Tan for Face and Body. Medium to Dark Results. Ja, nicht für mich. For Glowing Sun-Kissed Skin. Und hier sind 75 Milliliter drin. Ich freue mich eigentlich immer sehr darüber, dass es nicht mehr so super viele Tanning-Produkte in den Adventskalendern gibt. Das ein oder andere findet man dann nochmal. Ne? Ja, kann man machen, wenn man möchte. Ich bin da jetzt nicht so Ultra-Fan von, denn ich bin so blass, wie ich bin. Dann werde ich halt irgendwann durchsichtig. Ist okay. Der 19. Dezember ist, glaube ich, echt sehr gut gefüllt. Klein, aber hoffentlich fein. Da haben wir von Gabriella Salvete in der Farbe Twilight. Das ist wirklich braun-taub. Hast du nicht gesehen? Long-Lasting Nail Polish. Dürfte auch eine Originalgröße sein. Ja, und das ist eine Marke, die wohl aus Luxemburg kommt. Ganz interessant. Schaut so aus. Für mich persönlich jetzt nicht so sehr geeignet. Ich weiß auch nicht, wer sowas gerne trägt. Aua, ich glaube nicht mal Kati, die ja auch so Taubnägel auf der einen Seite immer trägt, würde das cool finden. Meins ist es jetzt nicht. Vor allem doch relativ trist durch die weiße sowohl auch also als auch graue Nagellacksache. Da hätte ich vielleicht einen von beiden dann ein bisschen knalliger gestaltet. Gut, herzlich willkommen im 20er Bereich. Da habe ich ihn jetzt auch hier. Sehr hübsch sieht er aus, der 20. Dezember. Mal gucken, ob er auch von innen so hübsch ist. Ja gut, das ist halt quasi die zweite Lippenpflege von Labello. Caring Beauty Lip and Cheek. Ah, okay. In Pink haben wir das hier. Und das ist mit Vitamin E und mit Mandelöl. Auch hier eine Originalgröße am Start. Ja gut, da komme ich dann tatsächlich mit klar. Vor allem witzig, ne? Dass sie das dann auch so ein bisschen so ähnlich wie Yepoda zum Beispiel machen. Dass sie sagen, okay, du kannst das theoretisch auch für deine Wangen verwenden. Kannst du eigentlich bei jedem Lippenprodukt machen, ne? Es sei denn, es wird fleckig, muss man einfach mal gucken. Aber finde ich süß, doch. Zum 21. Dezember erwartet uns irgendwas Leichteres. Ah, die hat Maxim doch letztens in seinem Video gehabt, ne? Das ist von Veleda Skin Food Rich Intensive Skincare. Für sehr trockene und, ja, sehr roughe Haut, sehr rissige Haut, glaube ich. 30 Milliliter sind hier drin. Das kann man theoretisch auch im Gesicht verwenden. Man kann es aber auch am Körper verwenden, je nachdem, wie man das halt gerne mag, ne? Ist sehr, sehr reichhaltig. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass es einem jetzt nicht irgendwie Pickel verursacht, wenn man es im Gesicht anwendet. Aber auf super trockenen Stellen, die wir ja faktisch auch im Winter haben, es ist durchaus sinnvoll. Boah, da hinten ist jetzt echt schon fast wegen Überfüllung geschlossen. Das ist ja Wahnsinn, was hier alles drin ist, Leute. Der 22. Dezember, die zweite und letzte Schnapszeit. Oh, noch eine Mascara haben wir hier drin. Das ist die Max Factor X 2000 Calorie Full Volume Mascara. Die müsste ich auch selber da haben. Das ist eine Originalgröße und die hat so ein richtiges buschiges Bürstchen, die halt Volumen in die Wimpern bringt. Und schön, dass Max Factor hier auch vertreten ist, muss ich sagen. Ich hätte es richtig nice gefunden, wenn die hier aber anstelle von einer der beiden Mascaras ein klares Augenbrauengel reingemacht hätten oder ein Puder, ein transparentes, ne? Aber gut, man darf ja noch träumen. Hier habe ich jetzt einen Tag vor Heiligabend, den 23. Dezember.
Oh, nochmal Max Factor. Das ist ein Produkt, was auch relativ neu ist. 2000 Calorie Lip Glaze Plumping Lip Gloss in der Farbe 085 Floral Cream. Eine sehr schöne Farbe, die so ein bisschen kühler ist und so einen My Lips But Better Effekt geben wird, ne? Das finde ich richtig hübsch. Als die ganz neu rausgekommen sind, hatte ich mir die nämlich auch bestellt. Und da habe ich tatsächlich einen von, ich glaube sogar genau diese Farbe. Heiligabend, der 24. Dezember. Was wir hier wohl erwarten dürfen, mal gucken. Es ist auf jeden Fall bis oben hin voll. Ich habe es eben noch gesagt, ne? Wenn ich Eveline höre oder Chaya, dann werde ich ein bisschen wehmütig. Eveline Cosmetics Perfection, das ist ein Vitamin C Serum und auch das dürfte eine Originalgröße sein. Das ist halt eine polnische, sehr, sehr bekannte und sehr, sehr beliebte Drogeriemarke. Ich weiß nicht, wie viele Milliliter hier drin sind. Hier würde ich einfach mal auch von 30 Millilitern oder so ausgehen. Steht jetzt, wie gesagt, hier so nicht mit drauf. Doch da, 18 Milliliter, okay. So schaut es einmal aus. Und ja, Vitamin C kann man auch wirklich schön verwenden, wenn man Strahlen ins Gesicht bringen möchte. Und ja, die Haut so ein bisschen auch, ja, wenn man Glow haben möchte. Und das halt nicht nur aufgrund von Schimmerpartikeln, sondern auch aufgrund von Wirkstoffen. Das hilft einfach. Und ja, das finde ich schön. Ein schönes Serum. Tja, ich überlege gerade, was könnten wir denn noch gebrauchen? Eine Gesichtscreme haben wir ja quasi durch die Veleda Skin Food Sache, ne? Weil ein Büchslein habe ich hier noch. Mal gucken, was uns hier erwarten wird. Ja, das ist auch cool, am 25. Dezember was für die Haare drin zu finden. Schwarzkopf Gliss Haptic System Daily Oil Elixier. Das ist ein Haaröl. Deep Care, ja. Also, finde ich schön, ne? 75 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Ist jetzt kein ultimatives Knallerprodukt, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber trotzdem ein brauchbares und sinnvolles Produkt. Der gefällt mir wirklich gut, weil der ist durchdacht. Du hast hier wirklich aus jeder Kategorie irgendwie was mit dabei. Wie gesagt, perfekt wäre er gewesen mit einem klaren Augenbrauengel und einem transparenten Puder vielleicht. Aber ansonsten ist der schön oder was? Ja, vielleicht ein Shampoo und eine Spülung wäre auch nicht verkehrt gewesen. Aber trotzdem, ich habe dafür ein bisschen weniger als 70 Euro bezahlt, weil da gerade halt irgendwie so eine Angebotsgeschichte war. Vielleicht gibt es das auch gerade noch. Ich setze euch den Link ja sowieso in die Infobox. Aber das ist ein Adventskalender, den man einfach gut sich so kaufen kann, wenn man einen abwechslungsreichen Advent erleben möchte. Und du hast ja auch ein schönes Preis-Leistungs-Verhältnis, wo du jetzt nicht so einen exorbitant krassen Unterschied hast. Aber ne, die haben ja auch gesagt, 140 Euro wert. Safe, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist nicht so, ne, super, super krass, aber auch nicht so mau irgendwie. Also ich finde es einen soliden Adventskalender, aber nicht negativ solide, sondern ich finde den wirklich gut. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, denn ja, da können wir uns gerne mal drüber austauschen und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, fühle ich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.